Hier kommt er ins Bild. Nein, ich meine natürlich nicht der alte Mann, der da ins Bild kommt, oder den alten Mann, sondern den Hildburgstein-Killer. Florian Blum hat jetzt sein Stündlein geschlagen. Ich weiß gar nicht, ob er jemals in Hildburgstein ein Spiel verloren hat oder gegen Hildburgsteiner. Gegen Alexander Fleming war es auch total überlegen. Kein Konzept, kein Rezept, keine Idee für Fleming. Lediglich im zweiten Satz, da hat er mal unheimlich getroffen, da ist es gelaufen, aber die anderen drei Sätze. Ohne. Wer im Unterzug ist, kann sich noch am Boden bewegen. Andi Pereira ist doch da ein ganz anderer. Er hat einen harten Endschlag. Er ist Linkshänder, was immer unangenehm ist. Sehr unangenehm für Verteidigungsspieler. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe ja 1966, 67, 68 ähnlich verteidigt wie Florian Blum, nur nicht ganz so gut, aber vom Stil her war es das Gleiche. Und soweit ich gehört habe, hat Pereira das letzte Aufeinandertreffen für sich entscheiden können. Er hat den härteren Endschlag, er hat den Vorteil, mit links angreifen zu können, und das sollte er nutzen. Das ist auch dringend wichtig, denn man liegt 2-4 hinten in diesem zweiten Bundesligaspiel. Und auf der anderen Seite Alexander Fleming. Gut, mit viel Glück gehen diese beiden Spitzen einzeln jetzt nach Hildburgstein. Dann steht es 4-4. Aber selbst dann wird es schwierig, denn hinten im hinteren Parkplatz gab es bisher noch keinen Zähler. Mühlbach letztendlich ohne Chance gegen Gerrit Engemann. Und für Dudow relativ knapp. Ein Bomben ersten Satz gespielt. Da habe ich mich mal wieder verleiten lassen zu sagen, naja, das Spiel ist daheim, der Gegner hat keine Chance. Das war nicht so. Die nächsten Sätze alle knapp, aber die meisten zugunsten von Pelz, der hier nur Ersatzmann ist für Bachmann. Also 1-3 verliert für Dudow. Und wie gesagt, jetzt braucht Hildburgstein jeden Punkt, um sich im Spiel zu halten. Ein Blitzstart von Alex Fleming, naja, der hat einiges gut zu machen. Der verliert ja auch nicht gerne, auch nicht gegen einen Angstgegner oder vielleicht gerade gar nicht, wie auch immer. 7-1 führt Fleming am Nebentisch, während man hier jetzt das Warm-up beendet. Sieht so aus, als hätte Florian Blum das Aufschlagrecht. Der rote Belag ist der Verteidigungsbelag, die Noppe. Ja, da hat er gedreht zum Aufschlag und mit dem einem Rückhandaufschlag, aber mit dem schwarzen Belag gemacht. Und Ferreira ist schon drauf reingefallen, so haben wir ins Netz geschupft. Thank you.
Thank you.
In der KBR-Box geht es dann weiter mit Jörg Fedotow gegen Gerrit Engemann. Großartiger Sieg von Andy Pereira zum 3:4 und jetzt hoffen wir alle auf Alex Irming. Zwischenstände der anderen Spiele, Jülich gegen 2:4 gegen Saarbrücken.